Die Berichte der Staatssicherheit an die politische Führung beginnt praktisch mit dem Juni-Aufstand, also mit dem 17. Juni 1953. Also der erste Bericht ist vom 17. Juni selbst am Abend. Es ist ein großer Lagebericht über die Situation in Berlin und den Bezirken der Republik, wie es heißt. Man könnte sagen, die Keimzelle des Volksaufstandes im Juni 1953 war hier. Auf der Großbaustelle des Krankenhauses Friedrichshain entstand der erste kleine Streik. Dieser Streik hat praktisch als Katalysator gewirkt und praktisch als Initialzündung für den Aufstand fungiert. Der Berichtsband im Jahr 1953 berührt mehrere Themenbereiche, natürlich in der Anfangsphase dieses Aufstandsgeschehen. Ganz wichtig ist die Stimmung in der Bevölkerung, weil das war sozusagen der Auftrag, den die SED der Staatssicherheit gegeben hatte, sozusagen als Frühwarnsystem zu agieren. Ein weiteres Thema sind die sogenannten Rückkehrer. Der neue Kurs, der ja schon vor dem 17. Juni ausgerufen wurde, also ein milderer politischer Kurs der SED, hat ganz explizit den Sinn, auch DDR-Bürger zurückzuholen, die in den Westen geflohen waren. Im ersten Halbjahr 1953 waren sehr viele DDR-Bürger geflohen. Es ist die Hochzeit der Republikflucht überhaupt. Und die Frage, wirkt der, kommen tatsächlich DDR-Bürger zurück, war also ist auch sehr entscheidend. Die Stasi-Offiziere waren ja in dieser Zeit noch relativ ungebildet und unqualifiziert und sie haben sich sehr schwer getan beim Verfassen dieser Berichte. Diese Berichte sind relativ primitiv, sprachlich und auch unanalytisch. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn man so will. Es hat aber auch einen Vorteil. Sie sind in gewisser Weise authentischer als spätere Berichte der Staatssicherheit.